Ein herzliches Willkommen und einen ebensolchen Dank für Ihr Interesse am Thema des heutigen Abends. Sie können meinen Vortrag mit allen Texten, Karten, Bildern zum Nachlesen von mir zugemailt bekommen. Sie können sich also entspannt zurücklehnen. Bereits jetzt biete ich Ihnen an, den Blick ins Kartäusertal im Rahmen einer Führung nachzuholen, sobald dies wieder möglich ist. Meiner Tochter Jasmin, die neben mir sitzt, danke ich für ihre technische Assistenz, sodass auch ich mich, wenn nicht ganz so wie sie, ein wenig entspannen kann. Eine von jedem Publikum zu Recht gefürchtete Einleitung beginnt mit den Worten: Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich zum Thema komme, lassen Sie mich in aller Kürze. Auch ich werde Ihnen das nicht ersparen. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich zum Thema komme, lassen Sie mich in aller Kürze 4 Dinge vorab sagen. Etwas zur Interessenslage. Ich sage etwas zur Großwetterlage. Ich sage etwas zur Ausgangslage. Und ich sage etwas zu den Ungarn, bevor sie nach Bayern und Schwaben gekommen sind. Es gibt ein inneres und ein äußeres Interesse am Thema. Das innere Interesse verdanke ich Herrn Hartmut Steger, der mir vor einigen Jahren folgende Widmung in eines seiner Bücher geschrieben hat: Wer die Heimat liebt, fragt auch nach ihrer Geschichte. Dieser inneren Interessenslage ist es geschuldet, dass ich immer wieder auf Vorgänge aufmerksam mache, die nur am Rand mit den Ungarn zu tun haben, aber viel mit dem Ries. Sie wissen ja, wem das Herz voll ist. Das äußere Interesse zeige ich anhand dieser Karte an. Westlich von Hohenaltheim liegen über dem Kartäusertal 3 Bodendenkmäler, die Auskunft darüber geben, dass Menschen dort einmal Fluchtorte errichtet haben. Die Rede ist heute nicht von den bekannten beiden Ruinen Hoch- und Niederhaus oder dem Burgstall Rauhaus. Die sind allesamt viel jünger als die Wallanlagen, welche im Zusammenhang mit den Ungarnstürmen in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts errichtet oder erneuert worden sind. Hackburg, Mühlberg, Weierberg. Wir können mit dem Lineal eine Linie ziehen, wenn wir die Lage der 3 Bodendenkmäler miteinander verbinden. Mag diese Linie auch zufälliger Natur sein, so liegt doch die Vermutung nahe, dass die 3 Anlagen 5 defensive Funktionen zu erfüllen hatten. Eine Sperrfunktion ins Tal hinein und ins Ries hinein von Südwesten. Eine Sperrfunktion ins Tal hinein von Nordosten, eine Schutzfunktion als Zuflucht für die Ansiedlungen zwischen Hohenaltheim und dem Kesseltal auf der größten Fliehburg, dem Weierberg, eine Schutzfunktion als Zuflucht für die noch aus karolingischer Zeit stammende Hofstelle an der heutigen Hobbitmühle auf dem Mühlberg und eine Schutzfunktion für die ebenfalls noch aus karolingischer Zeit stammende Hofstelle in Hörnheim auf der Hackburg. Die äußere Interessenslage wird noch einmal befeuert seit den Pfeilspitzenfunden, welche Herr
Jens Essig aus Wallerstein spätestens mit seinem Artikel über die Lechfeldschlacht oder wie er vorschlägt, Lachfeldschlacht in der Zeitschrift für Bayerische Archäologie im Januar 2015 ins Spiel gebracht hat. Herr Essig, an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für unser sehr freundliches Gespräch von vor einigen Wochen. Alle diese Funde stammen aus der Strecke zwischen der Hagburg und dem Weiherberg mit einer gewissen Konzentration auf den Weiherberg. Ich werde gegen Ende des Vortrags noch einmal darauf zurückkommen. Die Großwetterlage. Für unseren Raum und Zeitraum ist diese Karte hilfreich. Die Enkel von Karl dem Großen, gestorben 814, teilen sich das Reich des Großvaters im Jahr 843 in Verdun so auf. Karl der Kahle bekommt den westlichen Teil, Westfranken genannt, Ludwig der Deutsche, den östlichen Teil, ab jetzt Ostfranken genannt. Ostfranken setzt sich zusammen aus den Stämmen der Sachsen, der Franken, der Schwaben, Alemannen, der Bayern. Enkel Lothar bekommt die Mitte. Dieses Gebilde heißt Lotharingen. Er bekommt auch die Kaiserkrone. Übrigens konnten sich bereits ab 900 Ostfranken und Westfranken schon nicht mehr miteinander sprachlich verständigen. Die Ausgangslage. Bevor wir die Geschichte der Ungarn-Einfälle in Bayern und Schwaben kennenlernen, müssen wir einen Blick auf zwei Karten werfen. Im 10. Jahrhundert ist Bayern ein anderes Gebilde als heute. Bayern ist ein Vielvölkerstaat, erreicht im Osten weit ins heutige Ungarn hinein. Er umfasst Kärnten, die Steiermark, Südtirol, Teile Norditaliens, Mähren. Man regiert, und das ist ein Erbe der Karolinger, vom Sattel des Pferdes aus. Geistliche Metropole ist Salzburg. Im Westen war schon immer der Lech die Grenze zu Schwaben. Schwaben war im 10. Jahrhundert ebenfalls ein viel anderes, ein viel größeres Gebilde als heute. Vom Lech im Osten umfasst Schwaben Teile der heutigen Schweiz, das linksrheinische Elsass. Auch Schwaben wird dezentral regiert, geistliches Zentrum ist Konstanz, rechts oben. Man kann es leider jetzt nicht sehen, weil der Kachel unsere Karte verdeckt, könnten wir Nördlingen sehen. Die Ungarn, bevor sie nach Bayern und Schwaben kamen, wenn im Folgenden von den Ungarn die Rede ist, dann nie vom ganzen Volk. Das Volk der Ungarn kam in einer Stärke von rund einer halben Million Menschen ab 850 von Osten her über die Karpaten gezogen. Ursprünglich stammen sie aus dem Ural und wurden als Nomaden zu einem Idealtyp wilde Völkerstämme. In der Bibel werden ähnliche Völker als Gog und Magog bezeichnet.
bei Homer als Stutenmelker oder beim Prophet Jeremia als Volk der Mitternacht. Als Reiternomaden folgen sie der Logik der Transhumanz, also des Weidewechsels. Diese Lebensart setzt voraus, dass man sich im Konkurrenzkampf um Weideland und Wasser durchsetzen kann. Man kommt der Wirklichkeit sicher noch ein Stück näher, wenn wir als Antrieb ihrer Bewegung auch Abenteuerlust und Beute hinzurechnen, Frauen, Sklaven, Gefangene für sich selber zum Verkauf. Um 850 sehen wir sie am Asowschen Meer. Das ist dieser nördliche Anhängsel des Schwarzen Meeres. Ja, und von dort ziehen sie dann weiter in die Gebiete der Karpaten, weil auch stärkere Mitbewerber um Raum, Weide und Wasser im Spiel waren, die Petscheneken etwa. Oder die Bulgaren. Zuletzt bleibt ihnen nur noch der Übergang über die Karpaten nach Westen übrig. Und sie kommen nach Pannonien. Das ist die Theißebene, uns besser bekannt seit der guten alten Piroschka als die Gusta. Dort warten wieder weite Weideflächen auf sie und völlig gefahrlos. Gerade ist die Pusta sozusagen frei geworden, weil nämlich der mährische Fürst, der Pannonien beherrscht hat, gerade gestorben ist. Svatopluk heißt er. Wenn von den Ungarn, von den Ungarn die Rede ist, dann bis hinauf ins Jahr 955, jeweils von 300 bis 500 mit Pfeil und Bogen bewaffnete Reiterscharen. Diesseits der Karpaten nützen sie das römische Erbe, nämlich die Römerstraßen. Heute haben die Ungarn lieber die Selbstbezeichnung Magyaren. Dieses Wort knüpft an ihre Urheimat beim Ural und bedeutet so viel wie Mensch oder Mann oder Männer der Erde. Heutige Ungarn sehen sich gerne in der Kontinuität zurück zu den Hunnen. Darum heißen heute viele Männer mit Vornamen Attila. Aber das ist genetisch nicht belegt. Die Ungarn sind nicht das erste und nicht das letzte Reitervolk, das über Europa herfällt. Vorher kamen die Hunnen. Attila stirbt 453. Die Awaren. Die werden um 820 von den Franken assimiliert und später die Mongolen. Ihr Großkhan Ögedi stirbt 1241. Allen diesen Reitervölkern ist eins gemeinsam: Eine dauerhafte Landnahme in Europa gelingt ihnen trotz zeitweiliger militärischer Überlegenheit auch deshalb nicht, weil ihnen der Wald im Weg steht. Europa war seinerzeit dicht bewaldet und Wälder sind kein geeignetes Gelände für eine Steppenreiterarmee. Und jetzt möchte ich Geschichte als Geschichten erzählen. History als Story. Um irgendeinen Anfang zu machen, wähle ich einen charmanten Anfang, nämlich die Kemenate, also das Schlafzimmer eines Schlosses am schönen Wörthersee. In Kärnten. Und dort findet gerade der Urenkel von Karl dem Großen, Karlmann, sein großes, wenn auch außereheliches Liebesglück in den Armen der bayerischen Prinzessin Luitzwinda,
9 Monate später wird der stramme Arnulf geboren. Arnulf von Kärnten. Der Vater ist so stolz auf seinen strammen Arnulf, dass er ihn anerkennt und zu seinem Thronfolger macht. 887 wird er König der Ostfranken. 896 bringt er es zum Kaiser des Römischen Reiches, deutscher Nation. Verdient hat er sich den Titel unter anderem, weil er 91 über die Normannen, die Wikinger, siegt, weit im Norden seines Landes, etwa an der Grenze zwischen Holland und Belgien. Jetzt hat er nach dem Sieg über die Normannen, über die Wikinger, den Kopf und die Gedanken frei für einen anderen Gegner direkt vor seiner Kärntner Haustüre, nämlich die Mähren. Marcha Orientalis, Sie finden das Gebiet auf der Karte. In Mähren, da liegt zum Beispiel Olmütz, unsere Partnerstadt zu Nördlingen. In Mähren tritt gerade der heilige Methodius, Bruder des heiligen Kyrill. Er tritt dort an, um die dortige Kirche dem lateinischen Einfluss Roms zu entziehen und um eine slawische Nationalkirche mit kyrillischer Schrift und orthodoxer Liturgie einzuführen. Der romtreue Salzburger Bischof schäumt vor Wut und Arnulf lässt sich einspannen. Der Mährenkönig heißt Svatopluk, den hatten wir schon. Gegen den soll es also gehen. Schon ein Jahr nach Arnulfs Sieg über die Normannen, über die Wikinger, da brauchst du tatkräftige Unterstützung. Wenn du ein Jahr später, von 91 auf 92 und 1000 Kilometer entfernt vom Wikinger Schlachtfeld am Niederrhein, schon wieder einen Krieg führen und den auch gewinnen willst, Arnulf hat einen Berater, der sich gut in der südöstlichen bayerischen Nachbarschaft auskennt. Der heißt Breslaw. Und Breslaw sagt zu Arnulf, da ist doch erst kürzlich ein wildes Reitervolk aus dem Osten über die Karpaten gekommen, siedeln gerade in der Theißebene Pusta. Ungarn heißen sie, verbünde dich mit den Ungarn. Gesagt, getan, 92 verbündet sich Arnulf mit den Ungarn gegen die Mähren. Allein. Nicht einmal diese ostfränkisch-ungarische Koalition kann die Mähren aus ihren Burgen vertreiben. Man holt sich überall blutige Nasen. Lediglich an einer einzigen Stelle gelingt es, einen dauerhaften Brückenkopf nördlich bzw. östlich der Donau zu errichten. Man nennt diesen Brückenkopf nach Arnulfs Berater Breslaw, das heutige Pressburg. Naja, statt gegen die Mähren zu kämpfen, hätte sich Arnulf die Mähren lieber als seine Bündnispartner warm halten sollen, aber nachher ist man immer klüger, wie überhaupt alle Menschen klug sind, die einen vorher, die anderen nachher. Halten wir an dieser Stelle fest. Die Ungarn wurden gerufen. Sie sind nicht von sich aus über die beiden Grenzflüsse Raab oder Enz geritten. Aber Arnulfs Hilferuf kam wie gerufen. Jetzt sind sie da und wollen mehr. Ihr militärischer Stolz führt dazu, dass sie Arnulfs Reich so lange in Ruhe lassen, bis der stirbt. Man war ja schließlich einmal Waffenbrüder. Arnulf stirbt in Regensburg. Am 8. Dezember 99, knapp ein Jahr später, sind die Ungarn erstmals in Bayern. Das erste Scharmützel, 900, gewinnen noch die Bayern, angeführt vom Passauer Bischof. Auch ein zweites, 901, geht noch einmal an die Bayern. Die Ungarn haben von Bayern also erst einmal genug und halten sich jetzt an den Mähren schadlos, dass sie 907, Sie sehen es unter der blauen Überschrift, endgültig und sogar diesmal im Alleingang zerschlagen.
Jetzt ist der Weg hinauf nach Sachsen frei. Im selben Jahr plündern sie Sachsen. Die Erfolge gegen die Mähren und die Sachsen machen die Ungarn wieder so mutig, dass sie sich wieder nach Bayern wenden. 907 zieht ein gewaltiges bayerisches Heer von Regensburg los und wird am 4. Juli 7 bei Pressburg komplett vernichtet. In die Litanei der Gottesdienste wird damals eingefügt: Von dem Angriff der fremden Völker befreie uns, Herr. Sie sehen hier eine Litanei aus dieser Zeit und wofür damals überall gebetet worden sind: gegen den Teufel und gegen die Pestilenz und gegen Libidine Mala. Naja, Sie können es sich, glaube ich, selber vorstellen, worum es da geht. Dazu passt dann die Konkupiszentia, die Begierde. Und das ist ein Formular und da hat dann der Besitzer, der geistliche Besitzer dieses Formulars aus aktuellem Anlass hier eingetragen: ab Incursione alia genarum libera nos domine. Von den Überfällen fremder Völker befreie uns, Herr. Was macht die Ungarn bis zur Schlacht bei Riade 933 so unbesiegbar? Mit dem Doppelreflexbogen konnten 20 bis 30 Pfeile pro Minute verschossen werden. Die absolute Treffsicherheit liegt dabei bei 40 Metern im gestreckten Galopp und aus fast jeder Position. Die längste Distanz beträgt 250 bis 300 Meter. Die Zusammensetzung der Kompositbögen ist Horn mit aufgeklebten Tiersehnen oder Hornstreifen auf einen Holzkern aufgeklebt, rund 52 Zoll, 132 Zentimeter, 1 Kilo leicht, mit Knochenleim zusammengehalten. Es war von 900 etwa bis 955 stets eine Vielzahl selbstständig operierender Reiterverbände in der angesprochenen Größenordnung 300 bis 500 in Mittel- und Südeuropa unterwegs. Ständig. Und das hat den Eindruck hervorgerufen, als seien die Ungarn immer überall, also allgegenwärtig. Holz und Zentrum der ungarischen Kriegsführung ist die leichte Kavallerie. Etwas anderes hatten sie nicht. Deshalb wählen die Ungarn, wo sie es denn können, große, flache Gelände aus, in dem sich die Reiter entfalten können, weil sie dort blitzschnelle Manöver ausführen können. Scheinangriff, Angriff, Rückzug. Sie umzingeln die gepanzerten, unbeweglichen, schweren Reiter ihrer Feinde und die gegnerische Infanterie. Die ungarischen Bogenschützen können also sehr gut zielen und ihre Pfeile mit einer hohen Frequenz versenden, und zwar vom galoppierenden Pferd aus. Und das war damals mit den europäischen Langbögen jener Zeit nicht möglich. Die Schwachstelle der ungarischen Wunderwaffe aber war, dass die Bögen mit Knochenleim zusammengefügt waren, der nicht allzu lange Regen und Feuchtigkeit ausgesetzt werden durfte. Wenn man Bogen und Sehne mit Knochenleim
einschmiert, dann verstärkt das die Zugkraft. Wenn es regnet, fällt das ganze Zeug auseinander. Bei den Bayern fällt also vor Pressburg 907 die komplette Blüte des Adels. Der Verlust der Ostmark von Kärnten bedeutet jetzt für den bayerischen Herzog, dass er keine Chance mehr hat, seine Macht zu vergrößern. Der Bayernherzog Arnulf, der Böse, erkennt das, strebt ab 913 gute Nachbarschaft mit den Ungarn an und wahrt auch dadurch eine bayerische Sonderstellung unter den Stämmen. Naja, auch sein Namensvetter Kaiser Arnulf hat ja keine 20 Jahre vorher mit den Ungarn paktiert. Was ist los? Was ist los im Ostfränkischen Reich? In Bayern und in Schwaben. Das ist wichtig zu wissen, weil diese Lage uns lehrt, wie hervorragend die ungarische Aufklärung gearbeitet hat. Wenn sie irgendwo innere Instabilität aufgespürt haben, waren sie sofort zur Stelle und haben diese Schwächen ausgenutzt. Innere Zerwürfnisse, innere Machtkämpfe, innere Veränderungen wirken wie eine Einladung auf die Ungarn. Sofort nach dem Tod von Ludwig dem Kind 911 löst sich Lotharingen von Ostfranken, schließt sich Westfranken an. Die Ungarn erfahren von dieser inneren Instabilität. Wo sind sie? In Lotharingen. Ja, 911 sinkt also mit dem 18-jährigen Ludwig dem Kind, der letzte männliche Karolinger, ins Grab. Im November 911 wird der Franke Konrad der Erste König des Ostfränkischen Reiches. Es besteht nur noch aus den Stämmen der Franken, Schwaben und Bayern. Und dort haben sich die lokalen Herzöge zu den eigentlichen Machthabern aufgeschwungen. Darum will Konrad durch eine Heirat die Schwaben und die Bayern gleichzeitig an sich binden. Er heiratet die Witwe Kunigunde, ihr erster Mann fiel 907 vor Pressburg gegen die Ungarn. Aber gleichzeitig war Kunigunde die Schwester der schwäbischen Grafen. Erchanger und Berthold heißen die. Und die zwei sind nun die Schwäger des Königs. Und aus erster Ehe bringt Kunigunde eben jenen Arnulf von Bayern mit, jetzt der Stiefsohn von Konrad. Der Plan geht nicht auf. In Schwaben zerkriegen sich Erchanger und Berthold, des Königs Schwäger, mit dem Konstanzer Bischof. Und der ist der Kanzler des Königs. Erchanger und Berthold, die schwäbischen Herzöge, fühlen sich als des Königs Schwäger, jetzt selber als die Stellvertreter des Königs in Schwaben. Es sind zu viel Alphas in Schwaben. Die zwei nehmen den Bischof Salomo gefangen. Konrad muss nun mit Gewalt seinen Kanzler Salomo wieder befreien. Ein dritter Player verschärft in Schwaben die Situation, ein Graf Burchard. Er stärkt zunächst die Gegnerschaft der Brüder zu Konrad.
betreibt aber nach der Hohen Altheimer Synode 917, das Konrad Erchanger und Burchard hinrichten lässt, um jetzt allein an der Spitze Schwabens zu stehen. In Bayern hat sich Arnulf der Böse mit seinen schwäbischen Nachbarn verbündet, um eine Abwehrschlacht gegen die Ungarn zu gewinnen. Und dieses Bündnis Bayern und Schwaben macht auch ihn jetzt zu Konrads Feind. Als Konrad anrückt, flieht Arnulf für 3 Jahre zu den Ungarn. Vorher hat er in die Kirchenkasse gegriffen, um die Abwehr gegen die Ungarn zu finanzieren. Denn seit der verlorenen Schlacht bei Pressburg muss ja das Militärwesen in Bayern völlig neu aufgebaut werden. Und er greift in die Kirchenkasse, um gleichzeitig den Tribut an die Ungarn zu bezahlen. Dieser Griff in die Kirchenkasse trägt ihm den Beinamen der Böse ein. Erst nach Konrads Tod, 18, kehrt Arnulf aus dem ungarischen Exil zurück. Die Gesamtsituation 916, es geht drunter und drüber. Der König verliert an Boden, die familiären Bande spielen keine Rolle, Konrads Heiratspolitik führt nicht zum erwünschten Ergebnis, die bayerischen und schwäbischen Stämme handeln selbstständig, teilweise gegen den König. So steht in Schwaben die Kirche in der Person Bischof Salomos an der Seite des Königs, aber gegen die schwäbische Regierung. So steht in Bayern die Kirche an der Seite des Königs, aber gegen die bayerische Regierung. Das ist der Vorabend und das Vorspiel zur Hohen Altheimer Synode 916, wo das Bündnis Kirche-König gefestigt werden sollte. Die Ungarn haben Bayern 907 also vernichtend geschlagen. An der Rott, südlich von Landshut, zwischen Landshut und Passau. 910 bei Neuching, das ist 5 Kilometer südlich von Erding. 913 am Inn, da hat Herzog Arnulf sie mit Hilfe der Schwaben gerade noch aufhalten können. Aber durch Arnulfs kluge Politik der Annäherung und weil er erkennt, dass er einem ernsthaften ungarischen Angriff nichts entgegenzusetzen hätte und natürlich zum Preis der Tributzahlung an die Ungarn, dürfen diese ab 916 ungehindert durch Bayern durch. Und wenn man wie die Ungarn weiter nach Westen möchte, dann kommt man über den Lech nach Schwaben. Dort kommt es 910 bereits zu einer wenig bekannten ersten Schlacht auf dem Lechfeld. Die Schwaben unterliegen. Dafür steht ihnen jetzt in Ungarn das ganze europäische West, der ganze europäische Westteil offen. Zunächst geht es nach Franken, wo die Ungarn schon im Juni 910 an der Rednitz eine fränkische Streitmacht besiegen. 911, wie gesagt, wird unser Konrad, ich sage unser aus Hohenaltheimer Sicht, weil er ja bei der Hohenaltheimer Synode 916 dabei gewesen ist, wird Konrad der erste neuer König. Er ist Franke, wird in Forchheim gewählt. Gewählt deshalb, weil, wie gesagt, sein Vorgänger Ludwig das Kind als letzter ostfränkischer Karolinger im Mannesstamm gestorben ist, 18 Jahre alt. Jetzt wieder eine Rieser-Klammer, die ich öffne. Der Kaiser Arnulf muss die Gene seines Vaters Karlmann geerbt haben. In jungen Jahren hält er sich eine Konkubine mit Namen Winpure. Da er später die Konradinerin Oda standesgemäß, also mit kirchlichem Segen, heiratet, entschädigt er Winpure mit einem Hofgut bei Nördlingen. Bitte, weiß jemand mehr
Sovimpore auf dem Nördlinger Hofgut. Ich wäre um eine entsprechende Rückmeldung sehr dankbar. Ich bin an der Stelle nicht weitergekommen. Durch den doppelten Wechsel in Ostfranken, neuer König und neues Herrschergeschlecht und der damit verbundenen inneren Instabilität, wächst nun die Zahl der Ungarneinfälle 911 und 912 in einer verwirrenden Vielfalt. Es tauchen überall in Schwaben ungarische Scharen auf, ohne dass bei ihren blitzschnellen Vorstößen und Rückzügen sich Aktionen hätten dokumentieren lassen. Besser bestimmen lassen sich ungarische Einfälle für das Jahr 913. Die Schwaben haben sich, wie gesagt, unter Erchanger und Berchtold mit dem Bayern Arnulf verbündet. Das schwäbisch-bayerische Bündnis vernichtet eine ungarische Schar am Inn. 30 Ungarn können entkommen. Ein schöner Erfolg, aber auch nicht mehr. Aber das führt dazu, dass der König Konrad, wie er vom schwäbisch-bayerischen Bündnis erfährt, Bayern angreift, Arnulf angreift. Die Macht der Stammesherzöge geht ihm, dem König, zu weit. Darum, ich wiederhole noch einmal, Arnulf hat ja mit den Ungarn beste Kontakte, dass er gerade sie eben noch am Inn besiegt hat, schwamm drüber. Der Tribut ist den Ungarn wichtiger als Rache. Damals bekam er, ich wiederhole das, ebenfalls den Beinamen, den Bösen, weil er jetzt auch das Kirchengut angreift. Schlau wie er ist, bezahlt er mit dem Kirchengut den Tribut an die Ungarn, aber auch die Aufrüstung eines bayerischen Heeres gegen die Ungarn. Genial! Wie einst David gleichzeitig mit und gegen die Philister. Jedenfalls 16 flieht Arnulf für 3 Jahre zu den Ungarn. Er ist vor Konrad in Sicherheit. Umso mehr ist Bayern nun zum ungestörten Durchzugsgebiet für die Ungarn geworden. Also ist der Lech jetzt de facto die ungarische Westgrenze. 915 wird ganz Schwaben geplündert. Vom Jahr 918 wissen wir, dass sie sogar oben in Bremen erscheinen. Weiter nach Norden sind sie offenbar nicht gekommen. Nee. Mittlerweile sehen wir die Ungarn sogar in Lotharingen. Innere Instabilität ist eine Einladung für die Ungarn gewesen. Ich werde das noch öfters heute Abend sagen. Lotharingen ist gerade dabei, sich politisch von Ostfranken zu lösen und sich nach Westen, nach Westfranken zu orientieren. Klar, dass die Ungarn nach Lotharingen einfallen. 917 sind sie wieder in Schwaben. Basel wird zerstört. Diesmal sind die besonders reichen Klöster ihr Ziel. Es geht von Basel in diesem Jahr den Rhein hinab, also nach Norden, bis zur Moselmündung an den Rhein, heute Koblenz, etwa deutsches Eck. Ab 919 plündern die Ungarn wieder in Lotharingen. In demselben Jahr überfallen sie Sachsen. In dem Jahr wird der Sachse Heinrich I. als Nachfolger unseres Konrad deutscher König. 919, Heinrich wird König, er zieht im Land umher, um sich zu zeigen. Und das nützen die Ungarn aus. Der neue König
Der Heinrich ist heute hier, morgen dort. Also sagen sich die Ungarn, bist du heute dort, sind wir heute hier. Es folgen die Schreckensjahre 919 bis 924. In diesen Jahren brennen und morden die Ungarn in ganz Mitteleuropa. 924 geht Rom in Flammen auf. Hier sehen Sie eine ungarische Karte mit den Jahreszahlen und den Orten der jeweiligen Einfälle. Wie viel Mord und Totschlag sie in jenen Jahren begingen, wie viele Klöster sie in Brand steckten, das wollen wir lieber mit Stillschweigen übergehen, als unser Unglück mit Worten noch zu wiederholen, schreibt der zeitgenössische sächsische Benediktinermönch Widukind von Corvey, der uns noch beschäftigen wird. 24 liegt der König Heinrich das ganze Jahr über krank im Bett. Mein Gott, was kann man anders tun? Man flieht in die Wälder, man versteckt sich in Höhlen, mehr Schutz ist nicht möglich. Da spielt ein glücklicher Zufall dem 25 wieder genesenen König in die Karten. Es gelingt Heinrich, einen nicht weiter genannten hohen adligen ungarischen Fürsten gefangen zu nehmen. Heinrich lässt sich nicht auf einen Loskauf ein, sondern diktiert einen 9-jährigen Frieden. Freilich von der Art, dass Heinrich in jedem Jahr der 9 Jahre einen Tribut an die Ungarn abliefern muss. Die Währung ist Edelmetall. Und was tun die Ungarn, nachdem sie mit Sachsen wegen der Geisel eine Art Frieden schließen mussten? Sie überfallen Bayern und Schwaben. Herzog Arnulf fällt den Schaden mit 9 Tributen an die Ungarn für die Bayern in Grenzen. Unglücklicher kam es für die Schwaben. Ihr Herzog Burchard verfällt nämlich mittlerweile auf die Idee, die Herrschaft über Italien zu gewinnen, holt sich dort eine blutige Nase und fällt. Unrühmlich, denn seine Soldaten hätten besser die Heimat beschützen sollen, als in Italien einen aussichtslosen Kampf zu kämpfen. Naja, gut, wer anderen eine Grube gräbt, wir erinnern uns, er hat Erchanger und Berthold mit ans Messer geliefert. An den festen Mauern Augsburg scheitert 925 ein weiterer ungarischer Angriff, aber Konstanz fällt. Konstanz fällt und der Weg zum Kloster St. Gallen ist offen. Über keinen Ungarnüberfall wissen wir so genau Bescheid wie vom Überfall der Ungarn auf das Kloster St. Gallen im Mai 926. Der Abt heißt Engelbert, er kann kämpfen. Das Kloster selber kann er nicht verteidigen, aber er richtet an einem geheimen Ort bei St. Gallen im Sittertal einen Wall mit Verhau zur Verteidigung der Klosterschätze ein. Was an Mönchen kämpfen kann, verteidigt den Klosterschatz. Alle anderen fliehen auf die Wasserburg am Nordufer des Bodensees. Die Bücher versteckt man auf der Insel Reichenau. Leider ist es dem Abt Engelbert nicht gelungen, eine Nonne aus dem Kloster zur Flucht zu überreden. Viborada heißt die und bleibt in ihrer Zelle im Kloster in St. Gallen. Außer Viborada bleibt noch ein geisteskranker Mönch im Kloster. Um es kurz zu machen, die Ungarn kommen. Der Mönch wird verschont, die Nonne wird getötet. 1. Mai 926. Und so wurde aus der Nonne Viborada die heilige Viborada. Sie ist die erste Frau überhaupt in der ganzen Kirchengeschichte, welche von der römisch-katholischen Kirche heilig gesprochen wurde. Das war im Januar 1047. Die Klostermauern von St. Gallen waren übrigens so stark, dass sie nicht abgefackelt werden konnten.
Zwei Ungarn, die zuvor den Klosterwein entdeckt hatten, wollen auf den Turm klettern, um den Hahn, das Wahrzeichen des St. Gallus, Gallus der Hahn, zu stehlen. Das mit dem Wein hätten sie bleiben lassen sollen, sie stürzen ab. Ab jetzt hört und sieht man von den Ungarn 7 Jahre hierzulande nichts mehr, weder bei uns noch sonst wo in Europa. Auf der Karte ist schön zu sehen, dass von Bayern und Schwaben ungefähr Regensburg aus die Raubzüge der Ungarn starten. Das ganze Gebiet von Westfrankreich bis hinauf nach Bremen zum Ziel hatten. Aber Sie sehen an den Jahreszahlen auch, dass es nach 955, also nach der Entscheidungsschlacht, keine ungarischen Vorkommnisse mehr gab. Aus Fehlern muss man lernen. Seit dem Hunnen, seit den Awaren, hat Europa keine Reiterschar mehr in ihren Grenzen gesehen. Man hat vergessen, wie man militärisch vorgeht gegen eine blitzschnelle, leichte Kavallerie mit hoher Schussfrequenz und Treffsicherheit. Bleibt also nur der passive Schutz. Und schon bald nach der Niederlage bei Pressburg 907 beginnt man, das Gelände von bereits vorhandenen und vor allem bewaldeten Höhenburgen auszubauen, zu verstärken mit Graben, Wall und Palisaden. Eine typische Ungarn-Fliehburg hat Wälle, die zwischen 9 und 15 Meter hoch sein können. Gräben davor, nicht weniger tief. Die Anlagen liegen auf einem Hügelsporn, der nach drei Seiten abfällt. Vor dem äußeren Wall Annäherungshindernisse, Baumverhaue. Die Baumstämme segmentieren die Angreifer so, dass sie nun mit ihren Pferden direkt auf den Wall zureiten müssen und so von den Verteidigern leicht zu beschießen sind. In den Sackgassen können sie nicht mehr vor und zurück. Die Baumpfähle sind angespitzt. Die so entstandenen Reitergassen werden mit Dornengestrüpp bestückt. Dieses geniale Bild ist von eigener Hand. Sie sehen den Schutzwall der Verteidiger. Die Baumstämme sind angespitzt, innen drin mit Dornen bestückte Gassen. Und wenn die Reiter sich dem Wall der Verteidiger nähern wollen, dann müssen sie in diese Sackgasse hinein. Über 800 solcher Anlagen entstehen im Bereich Deutschlands in dieser Zeit. Drei davon befinden sich im Kartäusertal. Diese Haldenburg gleicht in Größe und Ausrichtung etwa der Ungarn-Fliehburg auf dem Weiherberg. Sie brauchen sich nur vorzustellen, dass diese Annäherungshindernisse, diese Sackgassen in Richtung Vorheim weisen. Und wie gesagt, ich würde gerne mit Ihnen an Ort und Stelle sein, wenn Sie mögen und wenn es wieder erlaubt ist. Im Zusammenhang mit dem passiven Schutz vor den Ungarnüberfällen muss die sogenannte Burgenordnung von König Heinrich von 926 genannt werden. In der Sachsengeschichte, der wichtigsten zeitgenössischen Quelle aus der Feder des Benediktiners Widukind von Corvey,
wird diese sogenannte Burgenordnung vorgestellt. Sie spielt für unseren ländlichen Bereich wohl kaum eine Rolle. Sie ist auf deutlich städtische Bereiche ausgerichtet. Um es kurz zu sagen, die Burgenordnung besagt, dass von einer Gemeinschaft jeder Neunte zu einem ständigen Aufenthalt oben auf der Fliehburg verpflichtet wird. Dort schafft er Unterkünfte für 8 andere. Er muss dort oben ein Drittel der Ernte einlagern, dafür sorgen, dass in der Fliehburg Versammlungen, Gastmähler ausgerichtet werden können, dass die Anlage oben Tag und Nacht verteidigungsbereit bleibt und seine Wirtschaft unten im Tal erledigen dafür für ihn die 8 anderen. 926 beginnen 2 Dinge zu wirken, welche das Blatt allmählich wenden. Diese eben genannte Burgenordnung macht die Städte sicherer, die über 800 Schanzen das Land. Das bleibt in Ungarn nicht verborgen. Sie wissen doch ihre Kundschafter, wie gesagt, ausgezeichnet über die inneren Verhältnisse überall Bescheid. Heinrich, der König, nutzt die 9 Jahre Waffenstillstand, die er 26 ausgehandelt hat, um nun seinerseits eine schlagfertige Truppe auszubilden, Reitertruppe. Leicht bewaffnet wie die Ungarn, ebenso wendig wie die Ungarn. Er bekämpft sie also mit den eigenen Waffen und die 9 Jahre vergehen. Der Vorrat an Edelmetall für die jährlichen Tribute geht ohnehin zur Neige. Es zieht das Jahr 33 auf. Kurz bevor die Ungarn bei Heinrich erscheinen, etwa bei Werla, sein Hauptsitz in Sachsen, versammelt Heinrich die Hohen seines Reiches, und zwar alle, das ist wichtig und das ist neu. Heinrich gelingt, was Konrad nicht geschafft hat, nämlich eine gesamtdeutsche Versammlung. Zu den Hohen des Reiches gehört auch der Klerus. Wenn wir weiterhin Tribut an die Ungarn zahlen müssen, so erklärt Heinrich, dann muss halt in Zukunft auch der Kirchenschatz dazu hergezogen werden. Naja, gut, Arnulf hat das ja in Bayern vorher auch schon getan. Und wie schnell Heinrich darauf den Klerus für seine Kriegspläne gegen die Ungarn gewinnen konnte. So sichert er sich den Segen der Kirche und des Himmels. 33 also kommen die ungarischen Gesandten, um den Tribut abzuholen. Sie ziehen mit leeren Händen wieder davon. Dass es eine ungarische Reaktion auf den verweigerten Tribut geben würde, war Heinrich klar. Auf ihrem Rachefeldzug gegen Heinrich wollen sie die Ungarn auch noch Verbündete gewinnen, die Dalmenziner. Aber diese schleudern ihnen einen fetten toten Hund vor die Füße. Anfang März 33 erleiden die Ungarn Barriade in Sachsen auf ihrem Rachefeldzug gegen König Heinrich. Erstmals eine militärische Niederlage. Freilich, Riade ist kein Ort. Es bedeutet Ried, eine Sumpflandschaft. Wir können heute nicht mehr sagen, als dass die 33er Schlacht im südöstlichen Sachsen in einem Sumpf stattgefunden hat. Aber wir wissen, den Hauptteil am Sieg hatte die leichte Kavallerie, die Heinrich während des 9-jährigen Waffenstillstandes gebildet hat. Jedenfalls ist der 33er Sieg ohnehin mehr politischer Natur als militärischer. Erstmals gelingt es einem deutschen König, dass die Stämme ihre Einzelinteressen hinten anstellen zugunsten eines gemeinsamen Vorgehens gegen die Ungarn. Bayern und Sachsen und die anderen beiden Stämme, der Schwaben und Franken, unterwerfen sich einem gemeinsamen Ziel. Das erste zarte Wir-Gefühl eines ersten deutschen Nationalbewusstseins. Und ein kleiner Vorgeschmack auf die gemeinsam gewonnene Schlacht 55. Die Riade-Schlacht war nicht kriegsentscheidend. Die Ungarn wurden dort besiegt, aber nicht vernichtet.
Ihre Bedeutung erhält der Sieg aber dadurch, dass nun König Heinrich auch militärisch mit den Ungarn auf Augenhöhe ist. Bisher war Deutschland für sie leichte Beute und solange Heinrich lebt, wagt sich kein Ungar mehr auf deutschen Boden. In den Folgejahren halten sich die Ungarn in Burgund, in Lotharingen, also in Zentralfrankreich, schadlos. Den Segen des Himmels übrigens schüttet Heinrich auf die Armen aus. Den letzten Jahrestribut an die Ungarn, den er ja nicht ausbezahlt hat, spendet er den Armen. Heinrich stirbt am 2. Juli 36. Sein Sohn Otto wird Nachfolger. Wie so oft nutzen die Ungarn Phasen innerer Instabilität und Veränderungen zu einem Angriff auf König Otto. Sie ziehen durch Bayern in Richtung Sachsen. Als sie Ottos Armee vor sich sehen, ziehen sie ab nach Westen in Richtung Frankreich. Sie haben sich nicht getraut, auch nur einen Fuß auf sächsischen Boden zu setzen. Der Ruf von Ottos Vater, Heinrich, wirkt nach. Die verlorene Schlacht 33 Riade sitzt noch in den Knochen. So wird 937 für Frankreich das entsetzliche Jahr, das Westfrankenreich, das die Jahre 19 bis 24 für Deutschland, sagen wir mal, für das Ostfrankenreich gewesen sind. Es zieht auf das Jahr 38. Morgenluft wittern die Ungarn, denn ihre stets wohl informierten Kundschafter wissen zu berichten, dass drei innerdeutsche Heere gegen Otto aufziehen. Ein Heer seines eigenen Bruders Dankmar, ein Heer von Eberhard aus Franken und ein Heer von einem Eberhard aus Bayern. Der böse Arnulf ist 37 gestorben. Wie schnell Heinrichs Reade-Koalition wieder zerbricht. Ottos Streitmacht war also gebunden. Dafür greift jetzt die Burgenordnung von Heinrich aus dem Jahr 26. Die Städter verschanzen sich in den Burgen. Auf dem Land besetzt man die Ungarn-Fliehburgen. Außerdem spielt jetzt das Wetter den Ungarn einen üblen Streich. Dauerregen macht in diesem Jahr ihre Burgen unbrauchbar, die Straßen unbenutzbar. Ohne ihre stärksten Waffen, Mobilität und Doppelreflexbögen, werden die Ungarn nun ihrerseits aus den Städten und Schanzen heraus angegriffen und aufgerieben. 39 sind alle innerdeutschen Gegner Ottos verstorben, sein Bruder Dankmar, der Franke Eberhard und der Franke Bayern. Der Nachfolger von Eberhard, dem Bayern, wird 39 Arnulfs Bruder Berthold. Ihm gelingt es, die bayerisch-ungarischen Kämpfe bis an die ungarische Grenze zu schieben. Aber so geht's zu bei uns in Deutschland. Für Innerdeutsche, der innerdeutsche Widerstand gegen Otto nimmt 54 erst so richtig Fahrt auf. Es kommt zum Undenkbaren. Ein anderer Sohn Ottos mit Namen Liudolf, dessen Schwager Konrad, sowie die Söhne von Arnulf dem Bösen selig, verbünden sich nun gegen Otto mit den Ungarn. Ottos Sohn verbündet sich mit den Ungarn gegen seinen Vater. Bayern steht den Ungarn wieder offen. Schwaben bedeutet für sie kein Hindernis. Hinterher machen sich die Verschwörer gegenseitig Vorwürfe, wer denn die Ungarn eingeladen hätte. Die Ungarn plündern, morden, brandschanzen. In Sachsen nicht, denn ihnen ist in Sachsen das Pflaster zu heiß. Also wenden sie sich wieder an die Gegenden, den Rhein entlang, nordwärts, überfallen wieder einmal Lotharingen, Burgund. Von dort geht es weiter nach Italien. Die Beute ist riesig. Und das entfacht ihnen den Mut, sich wieder einmal nördlich der Alpen blicken zu lassen, ein letztes Mal. Wir schreiben inzwischen das Jahr 955. Der 10. August 55 zählt zu den Eckdaten der deutschen Geschichte.
Was war die Ausgangssituation im Sommer 55? Gerade hat sich Otto ein weiteres Mal der Gegner innerhalb seiner Familie erwehrt. Der Sohn Liudolf hat sich wieder beruhigt, verzichtet auf die Herzogswürde und innerhalb seines Reiches hat er sich seiner Gegner erwehrt. Das bayerische Widerstandszentrum Regensburg belagert er im April 55 und brennt es nieder. Dann kehrt er in seine sächsische Heimat zurück. Wir schreiben jetzt den 1. Juli 55. Und da taucht bei ihm wohl in Magdeburg eine ungarische Delegation auf, angeblich ein reiner Freundschaftsbesuch. Otto riecht diesmal den Braten. Die ungarische Gesandtschaft will ausspionieren, wie stark Otto nach den Bürgerkriegen der letzten 2-3 Jahre noch sei. Hatten wir ja schon ein paar Mal. Kaum ist die Delegation abgezogen, da erreicht ihn aus Bayern folgende Nachricht. Du schau her, die Ungarn dringen gruppenweise über deine Grenzen ein und wollen eine Schlacht gegen dich schlagen. Offenbar haben die ungarischen Aufklärer ihrem Hauptquartier entsprechende Nachrichten zukommen lassen. Sie sehen in Magdeburg einen kleinen Teil, nur einen kleinen Teil von Ottos Streitmacht. Der größere ist gerade im Osten mit Kämpfen gegen die Slawen gebunden. Otto macht sich unverzüglich nach Süden auf, doch nur mit einem Teil seines Heeres. Der andere ist, wie gesagt, an der Ostgrenze gebunden. Und an dieser Stelle füge ich ein, nicht viel weniger bedeutsam als die endgültige Vertreibung der Ungarn durch Otto ist es, dass nach diesen drei innenpolitisch katastrophalen Jahren 53 bis 55 es ihm gelang, die Heere Schwabens, Bayerns, Frankens und nun auch der Böhmen zusammen mit seinem sächsischen Heer zu einem einzigen großen, nun sagen wir erstmals gesamtdeutschen Heer zu vereinigen. Das Lechfeld. Der einzige Hinweis auf das Lechfeld bei Augsburg stammt von Gerhard von Augsburg. Er lässt in einer Vision die heilige Afra den Augsburger Bischof Ulrich auf das Lechfeld führen. Gerhard von Augsburg war der Schreiber und Sekretär von Bischof Ulrich. Sein Zeugnis besitzt das Gewicht, dass es das einzige Augenzeugnis der Schlacht überhaupt ist, allerdings aus der Sicht innerhalb der Stadtmauern. In seiner Hauptschrift Leben des heiligen Ulrich. Die andere Quelle bietet uns Widukind in seiner Sachsengeschichte. Widukind war zwar nicht an Ort und Stelle wie Gerhard, aber er befragt immer noch Teilnehmer an den Kämpfen. Heute ist das Lechfeld die Ebene südlich von Augsburg bis Landsberg am Lech. Geografisch setzt sich das Lechfeld nach Norden fort bis Donauwörth, Oberndorf, etwa da, wo der Lech in die Donau mündet. Damals vor der Flurbereinigung ähnelt die Schotterebene der Steppe der Pannonischen Ebene, wo die Ungarn jetzt ja schon seit knapp 100 Jahren siedeln. Mit Iller, Lech, Wertach, Schmutter, Mindel oder Günz haben wir Wasser für Mensch und Tier. Man vergisst leicht die für die Ungarn so wichtigen Pferde. Aus der Sicht eines interessierten Laien, also aus meiner Sicht, hat sich die Diskussion um die Austragungsstätte der 55er Schlacht gegen die Ungarn meines Erachtens auf die Ebene Geschichte gegen Archäologie verlagert. Die Argumente aus der Sicht des jeweiligen Fachgebietes werden gegeneinander ausgespielt. Zu kurz kommt dabei meines Erachtens der sprachliche, der philologische Bestand, wie ihn Widukind und Gerhard überliefern. Ich möchte den Befund der beiden Originalquellen untersuchen und mit den Mitteln der Exegese unter Zuhilfenahme der Textkritik und der Literarkritik meine Ergebnisse dazulegen. Daneben legen, mehr nicht. Sie, liebes Publikum, sollen sich selber ein Urteil bilden.
Von König Otto wird gesagt, nachdem er die Lager aufgeschlagen hatte, in der Nachbarschaft, der im Grenzgebiet zur Stadt Augsburg, eilte zu ihm das Heer der Franken und der Bayern. Die Lager aufgeschlagen habend in Confiniis Augustane Urbes. Das ist jetzt eine entscheidende Passage. Was bedeutet das? Confinium heißt im Substantiv Grenze, Grenzgebiet. Wo soll man diese Grenze der Stadt, der Urbs, Augsburg ansetzen? Es ist versucht worden, damit die äußerste Grenze des Bistums Augsburg im Auge zu haben, in der Meinung, dann tatsächlich bis ins Ries zu gelangen. Weit gefehlt, man gelangt sogar noch weiter. Denn damals grenzte das Bistum Augsburg im Norden an das Bistum Würzburg, weil es das Bistum Rottenburg-Stuttgart noch gar nicht gab. Das hat sich erst 1821 zwischen die beiden Bistümer Augsburg und Würzburg geschoben und erst damals die Augsburger Bistumsgrenze weiter nach Süden geschoben. Die nördliche Augsburger Bistumsgrenze verlief damals bei Dinkelsbühl. Man darf sich nicht an die Reklam-Übersetzung halten, wenn man belastbare Aussagen treffen möchte. Reklam übersetzt in Confiniis ich sehe jetzt gerade eine Kommentaranfrage, die ich gerne ablehnen möchte, kann sie aber jetzt nicht ablehnen. Alter, was ist da jetzt los? Okay. Ja, vielen Dank an meine Tochter. Man darf sich nicht an eine Reklamübersetzung halten, wenn man belastbare Aussagen treffen möchte. Reklam übersetzt in Confiniis mit im Bereich von Augsburg. Im Adjektiv heißt Confiniis benachbart. Und es mag jeder für sich entscheiden, ob man von Mönsteggingen oder vom Kartäusertal noch von einer Augsburger Nachbarschaft sprechen kann. Das Wort Urbs bindet das Geschehen an eine Stadt und Urbs in Verbindung mit Augustane, mit Augsburg ist nun eindeutig definiert. Das Kampfgeschehen selber bindet Widukind unzweideutig an den Lech, denn die Ungarn, Nihil eigentlich ein fürchterliches Latein, nicht zögernd den Lechfluss haben sie überquert und so weiter. Wir wissen, dass die Ungarn zunächst die Nachhut von Otto angegriffen haben. So viel zu Widukind. Kommen wir zu Gerhard. Sein Augenzeugenbericht ist auf uns gekommen in der Heidelberger Studienausgabe der Uni Heidelberg. Ausgestattet mit einem textkritischen Apparat. Den schauen wir uns gleich an. Die Zuverlässigkeit der handschriftlichen Überlieferung gewährleistet die sogenannte Oettingen-Wallerstein-Handschrift. Herrn Beck wird's freuen. Und dort lesen wir die Afra hat den Ulrich hinausgeführt
auf ein Feld Campum, das allgemein vulgo Lechfeld genannt wird. Sie sehen, wie hier Lechfeld geschrieben wird, erst das H, dann das C. Wir haben es hier mit einer Studienausgabe zu tun und deswegen sehen Sie, dass hier am Rand die Zeilen nummeriert sind, sodass man gut damit arbeiten kann. Und wenn das die Zeile 5 ist, dann sehen wir, dass 6, 7, 8 in der Zeile 8 das Wort Lechfeld steht. Und dazu haben wir unten im textkritischen Apparat einen Hinweis. Da ist die Zeile 8 und wir sehen, dass es in anderen Handschriften folgende Reihenfolge hat. Lehfeld, da fehlt nur noch das C in der Handschrift O2. Die schauen wir uns gleich an. Und dann sind wir schon ziemlich nah dran an der richtigen Schreibweise. Lechfeld in der Handschrift E. Die Handschrift E aus Einsiedeln. Schade, dass jetzt die Kachel wieder da an der Stelle ist, die ich jetzt brauche. Ob ich die jetzt wegkriege? Jasmin, kannst du mir mal helfen? Jasmin? Kannst du bitte diese Kachel hier wegmachen? Ja. Denn da ist etwas, was mein verdeckt. Genau. Was? Nee. Ich muss wieder zurück. Ach so. Nicht das. Ach so. Nicht dieses Bild. Ja, genau. Und diese Kachel muss da oben weg. Ich weiß nicht, wie lange das kommt. Okay. Bitte? Ja, das ist alles gut. Genau. Okay, vielen Dank, meine Tochter. Genau. Genau. Sie sehen, dass diese Handschrift E aus dem ersten Drittel des 11. Jahrhunderts stammt, also sehr, sehr nah dran ist am Geschehen. Und Sie sehen, dass die andere Variante, O steht für Oxford, ebenfalls aus dieser Zeit stammt, also ebenfalls gut herangezogen werden kann als ein zuverlässiger Zeuge. Der Exeget muss die Qualität der Handschrift überprüfen. Er tut das anhand ihres Alters. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Wie nahe liegen Ereignis und Bericht auseinander bzw. beieinander? Und wir sehen keine 100 Jahre nach dem Ereignis der Bericht. Übrigens gehört das alles zum Handwerkszeug eines gelernten Theologen dazu. Aus dem E im Lechfeld wird kein A wie in Lachfeld oder in Lachfeld. Die phonetische sprachliche Ähnlichkeit ist rein zufällig. Es führt also unter diesem von mir gewählten exegetischen Gesichtspunkt der Überprüfung zweier zeitgenössischer Berichte kein Weg vom Lechfeld hierher. Daran ändert auch nichts die Inschrift im Mönchsdeckinger, im Chorbogen der Mönchsdeckinger Kirche. Sie wird als Indiz dafür ins Spiel gebracht, dass halt doch das Lachfeld zwischen Mönchsdeckingen und Nördlingen an der Südgrenze, an der Lach, als Austragungsort des Kampfes Ottos gegen die Ungarn in Frage kommt. Otto habe aus Dankbarkeit für den Sieg über die Ungarn am Ort der Schlacht ein Kloster gegründet. Und diese Vermutung stützt sich eben auf die Inschrift im Chorbogen. Otto Magnus Imperator Primatus von David Hoc Monasterium circa im Jahr 959. Also die D steht für 500, Quingenti, dann kommt viermal C, viermal Zentrum, Zentum zu Quadringenti, 400. Dann haben wir den 50er. Klingverginter, genau, und dann Novem, den Neuner. Und wenn man das addiert, kommt man auf 959.
Aber die Prüfung des Alters der Inschrift ergibt folgenden Befund. Diese Inschrift ist erst nach oder frühestens um 1752 entstanden und vorher nicht nachgewiesen. Von der Gattung her handelt es sich also um eine barocke Klostertradition der Degginger Benediktiner. Die Anlage wird erst 1016 zuverlässig erwähnt. Und wenn ich nun den Geschichtsoberlehrer in mir zu Wort kommen lasse, dann mit folgender Korrektur. 59 war Otto noch König, also Rex. Imperator, Kaiser, wurde er erst 62. Titel und Jahreszahl stimmen nicht überein. Was wir im Blick auf das Kartäusertal also mit Bestimmtheit sagen können, ist dies: Ja, es waren Ungarn im Tal. Sie haben ihre Pfeile verschossen. Und ja, es wurde von Verteidigern zurückgeschossen. Die Pfeilspitzen wollen wir uns noch einmal genauer anschauen. Wir können zwei unterschiedlich geformte Pfeilspitzen deutlich voneinander unterscheiden und wir können sie den unterschiedlichen Kämpfern zuordnen. Die ungarischen Pfeilspitzen haben eine Rautenform. Ihr Schaft ist zugespitzt. Der Pfeil wird also in das Holz hineingebohrt, in das Holz des Pfeiles. Die Pfeile der Verteidiger haben Widerhaken und ihr Schaft hat eine Öffnung, weil die Pfeilspitzen auf den Pfeil aufgesteckt werden. Wir verdanken allerdings dem allerbesten Kenner der Materie, Herrn Karpaty Konstantin, den Hinweis, dass in Skandinavien beide Sorten von Pfeilspitzen gefunden wurden, die aus ein und derselben Hand stammen. Dafür möchte ich Ihnen sehr danken, lieber Herr Karpaty. Sie sehen, es gibt noch viel zu erforschen, wie Herr Beck eingangs schon gesagt hat. Und dennoch gibt es in der neuesten Forschung eine weitere Rieskomponente, außer diesen Pfeilfunden im Kartäusertal, nämlich nicht als Austragungsort der Schlacht, aber als Sammelpunkt der vereinigten und jetzt sagen wir ruhig erstmals deutschen und böhmischen Heere. Ich stelle Ihnen die Forschungsergebnisse von meiner Hauptquelle vor, von Maximilian Kellner. Am 8. August brennen die Ungarn Augsburg und plündern an Werdach, Schmutter, Mindel, Iller. An dem Tag überquert Otto die Donau bei Ulm. Übrigens von einer Brücke über die Donau kann nicht die Rede sein. Zwischen Ulm und Wien gab es nur im Mittelalter eine einzige Brücke über die Donau, nämlich die steinerne Brücke in Regensburg. Und die wird erst im 12. Jahrhundert gebaut, 1135. Wir müssen uns also eine Furt und oder eine Fähre vorstellen. Am 9. August erfahren die Ungarn von einem Verräter vom Anmarsch Ottos. Der Verräter ist Berthold von Reisensburg, ein bayerischer Adliger. Und er war zornig auf Otto, weil der Vater von diesem Berthold von Reisensburg im April 55 beim Brand von Regensburg umgekommen ist. Die Reisensburg liegt über der Donau, 2 Kilometer von Günzburg entfernt. Otto wählt den Weg, der heute an der Eisenbahnstrecke Günzburg-Augsburg etwa entlang führt. Am Abend des 9. August lagert
Otto bei Gessertshausen im Schmuttertal. Er wird in der Nacht vom 9. auf den 10. von Bischof Ulrichs Bruder, Graf Diebald von Dillingen, besucht. Er kann zu ihm stoßen und daher können wir schließen, dass die Ungarn südlich von Augsburg lagern, denn Diebald kann sich ungehindert nach Diedorf bewegen. Die Ungarn belagern Augsburg, ihr erster Fehler. Ihr zweiter Fehler hängt mit dem Begriff Zertamen zusammen. Zu Fehler Nummer 1. Die Ungarn schleppen und bewegen schweres Belagerungsgerät vor Augsburg. Ohne Belagerungsgerät wäre eine erfolgreiche Belagerung auch einer schwach befestigten Stadt wie Augsburg nicht möglich. Zwar treiben sie mit Peitschen versklavte Gefangene an, aber das ändert nichts daran, dass sie, die Ungarn, die sonst von ihrer Schnelligkeit, von ihrer Mobilität leben, nun sozusagen im Kampf erstarren. Aber warum wollten die überhaupt Augsburg haben? War das ein Versuch einer ersten Landnahme mit Augsburg als Hauptstadt? Wir wissen es nicht. Der zweite Fehler. Sie suchen eine offene Feldschlacht, ein Zertamen, wie wir bei Widukind nachlesen können. Eine offene Feldschlacht, bei der die Gegner in breiter Front aufeinander zukommen und gegeneinander kämpfen. Das können die Ungarn nicht. Um es zu wiederholen, ihre Erfolge erringen sie mit blitzschnellen Vorstößen in relativ geringer Zahl. Wie gesagt, 300 bis 500 berittene Bogenschützen. Ein ebenso schneller Rückzug bei überschaubarer Beute, denn die Beute darf die Schnelligkeit des Rückzugs nicht behindern. Am Morgen des 10. August folgt Otto dem Lauf der Schmutter. In Richtung Nordosten, also Augsburg zu. Erste Kämpfe bei Gessertshausen, denn die Ungarn überfallen dort die Nachhut von Otto. Sie plündern den Tross der Nachhut. Sie sind dabei so beschäftigt, dass es Otto gelingt, sie aufzureiben, nachdem er nun seinerseits Truppen zurückgeschickt hat nach Gessertshausen zur Verstärkung seiner Nachhut. Andere Kontingente ziehen Otto entgegen. Es kommt zu Kämpfen bei Diedorf. Otto kann die ungarischen Pfeilsalven unterlaufen und geht zum Nahkampf über. Im Nahkampf freilich verlieren die Ungarn ihre Stärke, hohe Mobilität und hohe Reichweite ihrer Bögen. Bögen sind Distanzwaffen. Die Ungarn fliehen. Erst jetzt verlagern sich die Kämpfe, wenn man dann überhaupt noch davon reden kann, auf das Lechfeld. Aber in der Weise, dass es auf dem Lechfeld lediglich zur Verfolgung der Ungarn gekommen ist. Außerdem hatten die Ungarn mit dem Wetterpech. Es regnet. Ihre Reflexbögen sind nutzlos. Der Lech, die anderen Flüsse in Richtung Osten, Richtung rettendes Ufer sozusagen, sind über die Ufer getreten. Die Böschungen in Richtung Osten sind schmierig geworden. Jedenfalls nach neuerer Forschung fällt die Entscheidung im Schmuttertal, nicht auf dem Lechfeld, auf dem Lechfeld nur noch Fluchtbewegungen. Anders als sein Vater Heinrich belässt es Otto nicht bei der Vertreibung der Ungarn. Er vernichtet sie völlig. Noch tagelang verfolgt er sie bis weit nach Bayern, östlich des Lech. Alle gefangenen Ungarn werden in Regensburg öffentlich aufgehängt. Aus den Jahresberichten des Klosters St. Gallen wissen wir, dass die Böhmen fliehende Ungarn noch zwischen Passau und Linz aufgerieben haben.
Insgesamt können wir zwischen 898 und 926 19 Ungarnüberfälle nachvollziehen. Von 926 bis 955 11. Es waren natürlich viel mehr. Aber so möchte ich den Vortrag nicht beenden. Wir haben romantisch begonnen und werden romantisch schließen. In Pannonien selber beginnt nun der Prozess der Eingliederung der Ungarn in die europäische Staaten- und Völkerwelt des Mittelalters. Ottos Enkel, Otto III., stimmt Weihnachten 1000 der Krönung von Stefan von Ungarn als ungarischem König zu. 5 Jahre vorher hatte Stefan bereits die bayerische Prinzessin Gisela, die Schwester des Bayernherzogs, geheiratet. Beide zusammen betreiben nun die Christianisierung Ungarns. In Ungarn selber beginnt nun der Prozess der Eingliederung in die europäische Staaten- und Völkerwelt des Mittelalters. Bis hinauf zu uns ist das deutsch-ungarische Verhältnis schicksalshaft geblieben. Ich denke an das Endspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft 1954, das sogenannte Wunder von Bern. Und ich denke an die erste Öffnung des Eisernen Vorhangs. Hinüber nach Österreich von ungarischem Boden aus im Sommer des Jahres 1989. Sehr verehrte Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Pfarrer Emmerich, für diese sehr umfangreiche Beleuchtung, wie es zu diesen Ungarn-Einfällen gekommen ist, was die ganze Vorgeschichte gewesen ist, die politischen Zusammenhänge und die Schilderung, wie dann auch die Quelltexte zu lesen sind. Also ein ganz toller Vortrag, der uns wirklich alle Details auch näher gebracht hat. Ich denke, wenn das Ganze mit einer Führung an den Plätzen im Kartäusertal verbunden gewesen wäre, wäre das noch das Sahnehäubchen gewesen, aber das wird sicherlich dann irgendwann nachzuholen sein. Wir haben vom Veranstaltungsreigen jetzt morgen dann den Kurt Kröppelin mit einer Veranstaltung über Albuch und Tiefental und würde mich freuen, wenn Sie da wieder dabei wären. Die meisten der Vorträge werden mitgeschnitten und sind dann ein paar Tage, nachdem sie bearbeitet worden sind, auf unserem YouTube-Kanal im Internet auch abrufbar. Also wer was verpasst hat, kann da auch gerne reinschauen, kann sich noch was angucken. Wir haben ein paar Referenten, die keine Veröffentlichung möchten. Also es kann natürlich auch sein, dass sie da was nicht finden, aber das ist an dem geschuldet, dass da keine Veröffentlichung gewünscht wird. Wir versuchen immer, die Homepage möglichst aktuell zu halten. Ich ändere jeden Tag einzelne Veranstaltungen, korrigiere also bitte immer auch draufschauen und hier sich informieren, was jetzt gerade der aktuelle Stand ist. Die Präsenzveranstaltungen fallen so schön dominomäßig nacheinander weg, weil es einfach momentan überhaupt nicht möglich ist. Und ich fürchte, dass wir bis zum 16. Mai, also bis zum Ende der Rieser Kulturtage, nur in dieser Form abends zusammen sein können, ist auch schön manchmal, aber es wäre auch zwischendurch auch toll, wenn man sich mal persönlich sehen würde und danach ein Glas Wein oder eine halbe Bier trinken könnte. Leider ist es nicht möglich, deswegen machen wir so weiter und ich freue mich, wenn Sie weiter dabei bleiben und sich immer mit dazuschalten. Dankeschön, schönen Abend.